So, hallo. Heute wollen wir unsere Badezimmermöbel machen, beziehungsweise unsere Badewannen und Armaturen. Und wir fangen jetzt an. Dieser Wanne da, das ist die einfachste, was wir da rausgesucht haben. Gibt da technische Zeichnung. Und wir nehmen jetzt die einmal und legen uns die in Rhino ab, damit ihr drauf seht. Und überlegen uns jetzt mal ein kleines bisschen, wie das da ausschaut. Das ist eine relativ einfache Konstruktion, besteht im Grunde genommen aus voll abgerundete Rechtecke, sind eigentlich keine großen Kurven oder irgendwas Kompliziertes dabei, es sind ein paar schräge Linien, die sie aber wahrscheinlich ergeben werden. Wir haben da diese zwei Linien verlaufen nicht im selben Winkel, sondern das ist da oben schmäler und wird nach unten hin breiter. Gibt es da eine Höhe dazu? Ja, wir haben da diese Höhe und haben wir da oder dazu noch eine Länge oder eine Breite haben wir A. Das ist da oder diese 1300 und die gehen da offensichtlich, also diese zwei Linien, die man da sieht, sind offensichtlich die zwei Tangenten, wo der Verrundungsradius in diese jeweiligen Linien da übergeht. Das heißt, die innere Linie wird da unten irgendwo sein und die äußere Linie wird irgendwo da oben sein. Gut. Diese zwei Schrägen schauen aus, als wenn sie unterschiedlich wären, in der Seitenansicht und in der Vorderansicht. Und wir können das einmal überprüfen, indem wir einfach diese Datei, dieses Bild auseinanderschneiden. Zeichnen da einfach zwei Schnittlinien, gehe auf Teilen. Wir wollen das teilen. Und haben dann da ein geteiltes Bild. Das ist natürlich jetzt auch getrennt. Und jetzt drehen wir das einmal kurz um minus 90 Grad und legen das da dazu. Und damit wir dort ein bisschen durchsehen, können wir dieses Bild noch mit dem Material, über den Materialeigenschaften können wir das dort ein bisschen transparenter machen. Und dann sehen wir, wird das Ganze da transparent und ich sehe das durch und da sieht man jetzt da schön, das ist also eine andere Schräge. Ja, das muss man vielleicht aufpassen. Okay. Jetzt das auch wieder da herlegen. So, was braucht man noch? Naja, mal gar nichts. Wir können also das alles markieren und können das auch natürlich jetzt gleich auf Originalgröße bringen, indem wir sagen, dieses Maß, diese 1400 und es wird in etwa bis da dahergehen. Und jetzt haben wir das da auf Originalgröße gebracht. So, was machen wir zuerst? Naja, das Einfachste ist, wir fangen da mit diesen Rechtecken an. Das erste Rechteck ist 1700 mal 800. Und geben da einen Verrundungsradius an,
Genau, so auf verrunden, nachdem wir alle vier Eckpunkte verrunden müssen, gehen wir auf Eckpunkte verrunden, dann werden alle Punkte auf einmal verrundet und geben da, da ein 400 und dann ist das da, da verrundet. Jetzt haben wir da die zweite Linie, diese Doppellinie, das ist im Grunde genommen dieser Rand da, da. Ja, also wir zeichnen jetzt diese zwei Kurven. Und der läuft in einem Abstand von 30 mm. Auch machen. Parallelkurve. 30 nach innen. So. Dann haben wir da noch eine zweite Kurve. Und diese zweite Kurve ist einmal irgendwo da, das ist die äußere, und wird da am Schnittpunkt sein, wo dieser Kreis tangential in diese Gerade da wieder übergeht. Am Schnittpunkt, das ist also diese Flächenkante, die sich da theoretisch ergibt, und die wird da anzeichnet. Und wie machen wir das? Naja, jetzt zeichnen wir uns zuerst einmal diese Form, und zwar die äußere da, das entspricht also dem Punkt da heroben, und das ist 1300 mal 580. 300 mal 580 und wir verrunden das wieder. Wir können dort jetzt auch eingeben, Rundungsradius ist 580 dividiert durch 2, wenn es kompliziert irgendwann einmal zum Rechnen ist. Und dann können wir das da wieder platzieren. Ich platziere das einmal so und einmal so, dann ist es da in der Mitte. So, das entspricht jetzt dieser Linie da, oder? Und diese Linie, die müssen wir jetzt noch in der Höhe verschieben, würde ich sagen. Und wenn wir jetzt da hergehen und sagen, da haben wir 50 Durchmesser, schauen wir uns das mal an, wie dieser Kreis läuft. Ich gehe jetzt da einfach mal her und Radius 50. Dann können wir das einmal kurz verschieben und schauen, wo ist denn der Punkt, oder? Und da sieht man das in etwa, da wäre der Quadrant. Es geht aber ein bisschen weiter drunten, haben wir da diese Linie, und das kommt einfach daher, dass wir ja da eine Schräge haben und die Tangente für diese Schräge läuft irgendwo da herunten rein. Ja? Jetzt gehen wir einmal her und machen da 50, gehen wir da 50 runter und verschieben das da einmal. Dazu machen wir jetzt halt irgendwann einmal diese Mittelachse und klicke also da in der Mitte dann mit meiner Linie ein, gehe in die Seitenansicht und so 500 und habe jetzt halt einmal diese untere Fläche da eingeben. Dann haben wir da einen Radius von 50, das heißt, wir können da jetzt halt einmal schon also natürlich könnte man uns da den Winkel irgendwie ausmessen, aber der stimmt natürlich jetzt auch nicht ganz genau, weil es ja nur eine sehr grobe Zeichnung ist.
diese Kurve dann die Unterkante herlegen. Und nachdem es Radius 50 heißt, verschieben wir die jetzt nur mehr um 50 Einheiten dann nach oben. Und sind jetzt eigentlich nicht genau, sind also jetzt, man sieht es jetzt, jetzt haben wir das da drauf geschoben und sind aber da heroben irgendwo. Ja. Gut, was machen wir? Jetzt brauchen wir nur diese zweite Kurve und zwar diese heruntere, oder? Und da haben wir 1400 mal 640, das braucht man natürlich auch noch, weil das ist die Grundfläche dieser Badewanne. Also 1400 mal 640. 1400 mal 640. Verrundet. 640 geteilt durch 2. Und dann können wir das da wieder herschieben. Und das soll sein 600 Unterkante. Können wir jetzt also da nehmen und so minus 600. So, jetzt haben wir auf alle Fälle die äußere Form der Badewanne schon. Das ergibt sich einfach mit einem ganz einfachen Loft. Das können wir auch gleich machen, nur damit wir das sehen. Von da nach da, rechte Maustaste. Okay. Schattieren. Das ist auf alle Fälle mal die äußere Form der Badewanne. Sollte zumindest sein. Gut. Die innere Form der Badewanne, da müssen wir nur ein kleines bisschen schauen. Und zwar ergibt sich da jetzt natürlich auch die richtige Schräge. Und zwar machen wir da wieder einen Loft von da nach da, rechte Maustaste. Das ist die innere Form der Badewanne, aber das ist die innere Form der Badewanne nur bis hierher. Ja? Also es fehlt da noch ein Stück, wir müssten das eigentlich jetzt da noch verlängern. Und das schauen wir jetzt einmal, ob das da geht. Es gibt den Punkt Fläche verlängern. Ja. Und damit sollten wir jetzt eigentlich das verlängern können. Kann man nicht. Gut, um diese innere dort zu verlängern, jetzt geht es erstmal her, blend schnell mal die äußere aus. Und die innere Kurve. Also die innere Fläche, die wollen wir da jetzt noch ein Stück verlängern. Das heißt, wir gehen einmal her und lösen den Flächenverband auf. Schauen wir uns mal die einzelnen Teile an. Und schauen wir mal, ob wir das mit Verlängern hinkommen. Und zwar gehen wir da her und sagen, machen wir es mal um 60 Einheiten verlängern. Die Maustaste. Verlängern die alle. Wir haben jetzt absichtlich 60, weil dann können wir das noch schön wegtrimmen. So. Und jetzt trimmen wir das. Also da eine Schnittkurve. Und diese Schnittkurve, die schieben wir uns 500 nach unten. Also minus 500, das ist da
Und mit der sollte man jetzt das da das sauber wegtrimmen können. Trimmen. Und jetzt sollte man das markieren können und verbinden und auch, schauen wir gleich, unten verschließen können. Mach da also einen Deckel drauf. So, und auch das dann mal wieder verbinden. Und jetzt können wir da den Radius mit 50 drauf legen. Dazu können wir auf die Bolschen, also da auf diese drei Kugeln, Kanten verrunden, gehen Kettenkante ein, Maustaste, noch einmal alle einstellen, Radius 50 und wir haben da eine Verrundung. Können wir jetzt die äußere Hülle wieder einblenden. Die äußere Hülle können wir auch verschließen. Klarerweise können wir da sagen, Deckfläche auf planare Öffnung setzen, dann wird oben und unten zugemacht. Mit Shift und STRG kann ich dann die obere Fläche markieren und einfach wieder entfernen. Gut, und jetzt haben wir jetzt können wir oben noch diese Verbindungsfläche machen. Es geht in dem Fall mit dem Fläche aus planaren Kurven. Wir haben ja da hier oben die, unsere ursprüngliche Kurve, dann nehmen wir mal die und die her und machen das zu, markieren alles und verbinden das wieder und haben jetzt eigentlich unsere Badewanne. Jetzt können wir natürlich nur hergehen und schauen, ob das auch wirklich so passt. Wir haben also da unsere technische Zeichnung und wir haben da unser Modell und wenn wir das also da drauflegen, dann ist das also da relativ exakt. Und also das kontrolliert. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir haben da in der Mitte nur einen Abfluss. Und dieser Abfluss hat also eine Öffnung und dieser Abfluss hat da eine Schräge. Das heißt, wir haben, also braucht sich das nur vorstellen, wenn man eine Badewanne hat und die gibt dort jetzt mal einen Stoppel in den Abfluss rein, dann schließt der Stoppel eigentlich schön bündig mit der Oberfläche ab. Das heißt also, wir brauchen da ein Loch, das ein kleines bisschen versenkt ist. Man sieht es da, das ist also ein Loch, das geht da schräg rein und geht dann da weiter. Ja, diese Badewanne wird im Übrigen unten ja auch nicht komplett zu sein. Sondern da ist ein relativ großer Freiraum. Wir sehen da auch die Badewannenfüße, auf denen steht die ganze Wanne und diese kleine Konstruktion, was da herinnen ist, die stützt natürlich auch diese dünne Wand der Badewanne ab, so dass man da überhaupt reinsteigen kann. Und auf dem steht das natürlich. Ja. Also es gibt also schon also eine Hilfskonstruktion drinnen, damit das gerade steht und wir können da mit diesen Füßen wahrscheinlich diese Badewanne auch noch ganz leicht in der Waage ausrichten. So, und jetzt werden wir noch diesen Abfluss da machen. Der Abfluss wird voraussichtlich, geht mal aus, so ausschauen, dass wir hier diese 30 in eine Richtung, also 60 in zwei Richtungen, dann gehen wir da 3 mm runter
und dann geben wir her, machen uns da ganz schnell aus dem da eine Parallelfläche mit 25, also das wären dann diese 50, und jetzt können wir da hergehen und können da diese Schräge einzeichnen und dann das da weiter. So, dann haben wir da diesen, dieses Teil, und das lassen wir jetzt da rotieren, dann haben wir einen 3D-Körper von dem. Und das ist jetzt unser Körper, den wir jetzt aus der Badewanne nochmal rausschneiden. Dazu schiebe ich den da rauf. Muss natürlich da noch in die Mitte einpassen. Dann schiebe ich den da so rauf, dass er da ein kleines bisschen drüber steht. Ich glaube so 0,5 mm drüber. Kleinschreibtaste. So, jetzt überlappt sich das da schön unten auch. Glück gehabt. Und müssen wir mal schauen, ob es da in der Mitte ist. Ist es nicht. Das da noch rein. Und jetzt können wir das mit einer Bolschen Operation rausschneiden. Zuerst den, von dem es abgezogen wird, das ist das, und dann das, die Maustaste. Und jetzt haben wir da diesen schrägen Abfluss. So, der wird natürlich nicht so scharfkantig sein, da überall. Jetzt kann man das da noch exakter machen. Brauchen wir da? Brauchen da einen Radius mit 2 mm und einen Millimeter eingeben. Und da können wir und da können wir auch noch mal zwei Millimeter eingeben. So, dann haben wir den da verrundet sauber. Die Unterseite, wie die ausschaut, das kann man sich jetzt dann nur überlegen. Derzeit würde ich das jetzt einfach einmal so lassen, um das jetzt hat nur mal, also das hängt jetzt davon ab, jetzt haben wir einen massiven Körper gemacht. Wenn das nicht ein massiver Körper ist, sondern wenn das aus einem dünneren Material besteht, dann wird man das nochmal vielleicht ein kleines bisschen anders machen, dieses Rausschneiden von dem Loch, aber so lassen wir das jetzt einmal. So, jetzt können wir noch auch hier mit Kettenkante noch eine Verrundung drauf geben. Die würde ich auch wieder sehr klein machen, 2 mm vielleicht, und auch da heraus nochmal. Okay. Dann legen wir diese Dinge alle auf eine eigene Ebene. Oder natürlich auch die Badewanne auf eine eigene Ebene. Es geht vielleicht schneller. Die Ebene zuweisen.
dann können wir das nochmal schwarz machen. Und Doppelklick und oben können wir das ausklicken. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch unsere Badewanne. Gut, um die Badewanne jetzt zu rendern, gehen wir nur mal auf den Punkt Rendering, Grundebene ein, Material verwenden, kann man irgendwas, ich nehme wieder mein blaugraues Metall, wenig poliert. Das heißt, ich möchte ja diesen diffusen Diffuses da haben. Und speichere das vorsichtshalber einmal. Nummer 5. Und gehe jetzt da auf Raytracing. Gehe jetzt noch her und verändere meine Studiobeleuchtung. Das ist mir auch schon, das ist zu wenig kontrastreich. Also da das kontrastreichere Bild. Naja, und kann jetzt da auch noch ein Material vergeben, indem wir so Kunststoff, Weiß, zuordnen und sieht man jetzt, je nachdem wie viel Reflexion das man eingibt, sind wir immer stärker. Dann braucht man, damit sich da noch irgendwas drinnen spiegelt, Spiegelungen drinnen, können da ein völlig anderes Material nehmen, also einen anderen Hintergrund. Ich habe da einige andere anders, dann haben wir da nur mehr ein bisschen eine andere Reflexion drinnen. Das kann man, da kann man sehr spielen bis Ende nie. Okay, das war es jetzt mal zur Badewanne. Das müssen wir kurz fertig rendern. Und stopp.